auf dem Kieler Marinestützpunkt. Hinter mir die Gorch folgt das berühmte Segelschulschiff. Und hier ist heute Open Ship. Das heißt, man kann sich die Schiffe angucken. Und genau das werde ich jetzt mal tun. Ich bin ja jetzt den Geheimnissen der Gorch Fock auf der Spur. Gibt es da irgendwas, was Sie mir zeigen können? Also wir haben einen Ort an Bord, der nicht unbedingt nach dem benannt ist, was man sonst üblich kennt, das Klavier. Wir können da gerne mal hingehen. Okay, es ist ganz schön voll heute hier auf dem Open Ship, aber trotzdem kriege ich alles gezeigt. Hier sind wir an dem Klavier. Mit dem Musikinstrument hat es außer der ähnlichen Form nichts zu tun. Die Gorch Fock führt am Sonnabend nach dreijähriger Pause wieder die Windjammerparade an. Ich habe jetzt hier gerade Herrn Schröers getroffen. Herr Schröers, was machen Sie genau hier an Bord? Also ich bin hier als Elfergast, das heißt, ich bin für den Deckdienst zuständig. Bin dafür da, um einmal um die Takelage in Schuss zu halten, auch zum Teil dafür da, um die Ausbildung der Offiziersanwärter mitzubetreiben. Ich versuche gerade so viel wie möglich über die Gorch Fock herauszufinden. Und jetzt habe ich gerade hier diese Glocke entdeckt. Was können Sie mir dazu erzählen? Genau, hier an der Schiffsglocke, so ist es auf See, dass auf See jeder, also die ganze Zeit über hier ein Posten steht und das sogenannte Glasen für uns übernimmt. Glasen heißt für uns nichts anderes, als uns die Uhrzeit zu läuten. Mhm. Wenn wir an der Takelage arbeiten oder mit Seilen generell arbeiten, dürfen wir keine Uhren, Ketten oder Ringe tragen, da wir uns damit halt in den Seilen verfangen könnten. Und deshalb steht hier ein Posten, der sogenannte Läufer deckt, und glast uns die Uhrzeit. Es ist so, dass er jede halbe Stunde einmal die Glocke läutet. Für jede volle Stunde wäre das ein sogenannter Doppelschlag und für jede halbe Stunde ein halber Schlag. Wir stehen hier vor dem Feuerturm. Er wurde früher als im Endeffekt für die Seitenlaternen genutzt. Die befanden sich da drin. Inzwischen sind die Lichter da rausgekommen und durch modernere Leuchten ersetzt worden. Und sie werden jetzt zum Verstauen der Festmacherleinen genutzt. Also jeder Platz hier an Bord wird verwendet. Wir sind jetzt ganz vorne auf dem Schiff an der vorderen Schiffsglocke. Und wenn wir auf See sind, steht hier vorne kontinuierlich ein Ausguck, der auch gesichert ist hier vorne. Und wenn es dunkel ist, meldet er von hier vorne jeweils, damit der WO weiß, dass hier vorne alles in Ordnung ist mit der Meldung. Das ist dann, auf der Back ist alles wohl, die Laternen brennen. Und das wird gesungen? Genau, das wird dann einmal laut gesungen und der WO, der dann in seiner Nock steht, quittiert das dann mit einem lauten Ei. Das Ganze wird halt durch die Melodie, die bei der Meldung ist, unterstützt, damit man, auch wenn nur ein Teil der Meldung ankommt oder man die Worte nicht komplett versteht, dass man trotzdem weiß, was gemeint ist. Das war mein Abenteuer auf der Gorch Fock. Ich habe heute jede Menge gelernt und genau so gefällt mir die Kieler Woche.